Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 10 Minuten Live, dem Facebook-Talk der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Heute zu einem wirklich brandaktuellen Thema. Es steht in jeder Zeitung, Familien bekommen mehr Geld. Was genau damit zu tun hat und worauf sich Familien künftig einstellen können, darüber möchte ich sprechen mit der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Nadine Schön. Hallo Frau Schön. Guten Morgen, hallo. Vielleicht noch der kurze Hinweis, bevor wir hier richtig durchstarten. Wenn Sie zuschauen und auch noch mitdiskutieren wollen, machen Sie das. Schreiben Sie in den Kommentarbereich unter den Stream einfach Ihre Frage. Wir versuchen, die dann noch ins Gespräch mit reinzunehmen. Aber jetzt wollen wir mal durchstarten, in die Vollen gehen. Frau Schön, wieso bekommen Familien mehr Geld? Welche Maßnahmen sind geplant? Ja. Also uns als Union war das ein großes Anliegen, dass wir in dieser Legislaturperiode bei steigenden Steuereinnahmen die Familien ganz besonders entlasten. Deshalb haben wir im Wahlprogramm schon versprochen, dass es eine breite Entlastung für alle Familien geben wird, weil wir der Meinung sind, dass gerade die Familien, die eben jeden Tag ihren Job machen, die die Kinder zur Schule bringen, arbeiten gehen und mit den tagtäglichen Problemen zu kämpfen haben, die man als Familie so hat, tatsächlich entlastet werden müssen. Also nicht nur auf einzelne Gruppen zu gucken, sondern alle Familien zu entlasten, das war unser Anliegen. Und das haben wir mit dem Koalitionspartner vereinbart. Und die Kindergelderhöhung und Kinderfreibetragserhöhung, die wir jetzt heute beschließen, das ist der erste Schritt dazu. Fassen wir mal zusammen, um welche Leistung geht es? Also Sie haben gerade gesagt Kindergeld, Kinderfreibetrag. Genau. Wir erhöhen das Kindergeld im nächsten Jahr um 10 € pro Monat. Parallel wird auch der Kinderfreibetrag angepasst. Kinderfreibetrag müssen wir auch immer anpassen. Das ist vom Verfassungsgericht vorgegeben, weil man eben sagt, das Existenzminimum eines jeden Kindes muss steuerfrei bleiben. Deshalb muss der Kinderfreibetrag angepasst werden. Und das Kindergeld werden wir eben zusätzlich noch erhöhen um 10 €. Und wir planen auch eine weitere Erhöhung, nämlich im Jahr 2021 um nochmal 15 €, sodass wir insgesamt eine Kindergelderhöhung um 25 € haben. Bei uns kam die Frage, wann das Paket startet, also wann beginnt es? Die Kindergelderhöhung wird sich zum 1.7. kommenden Jahres vollziehen. Der Kinderfreibetrag geht natürlich immer jahresmäßig, weil es ja ein Abzug von der Steuer ist. Das zählt dann für das ganze Jahr 2019. Wir sind hier bei 10 Minuten Live, dem Facebook-Talk der Unionsfraktion. Wir haben im Vorfeld schon einige Fragen gesammelt, darunter auch eine von Georgina Di Bartolo heißt sie. Und sie fragt, sie hat so ein bisschen Probleme mit dem Thema kalte Progression. Sie hat da jetzt drüber gelesen, dass ich da auch was tun soll und fragt, können Sie vielleicht mal erläutern, wie eine Entlastung an dieser Stelle konkret aussehen soll? Ja, also Thema kalte Progression ist immer schwer zu erklären. Das ist der Umstand, dass wenn man mehr verdient, dann in eine höhere Steuerklasse reinkommt und dass dann der zusätzliche Verdienst durch die höheren Steuern und Abgaben quasi aufgefressen wird. Das wollen wir verhindern, dadurch, dass wir quasi so eine Art Inflationsausgleich machen und das ist eben auch mit vorgesehen. Eine andere Frage, die uns erreicht hat, ist von Falk Koop. Er fragt, profitieren arme Familien, die Hartz IV zum Beispiel beziehen, auch von den Leistungen, beziehungsweise worauf können sie hoffen? Ja, vielleicht sage ich noch erst vorweg, was wie die komplette Familienentlastung in dieser Legislatur aussehen soll. Das ist zum einen Kinderfreibetrag und Kindergeld, die Maßnahmen, die wir jetzt im Gesetz haben. Das ist zum zweiten eine Erhöhung des Kinderzuschlags. Kinderzuschlag kommt gerade Familien mit ganz geringem Einkommen zugute, die durch die Kinder in Hartz IV rutschen würden. Und um das zu vermeiden, gibt es den Kinderzuschlag, der derzeit noch nicht so oft abgerufen wird, wie wir uns das wünschen und der auch schon lange nicht mehr erhöht wurde. Wir werden den Kinderzuschlag erhöhen und diese harten Abbruchkanten beseitigen, sodass gerade die Familien, die eben arbeiten und Kinder erziehen und aber ganz geringes Einkommen haben, dass wir die besonders entlasten. Für diejenigen, die im Sozialhilfebezug sind, werden wir was beim Leistungs- und Teilhabepaket machen, also dieser verschiedene Elemente, etwa Fahrtkostenzuschüsse und auch diese Essengeldzuschüsse. Da werden wir was am Eigenanteil machen, vor allem deshalb, weil es extrem bürokratisch war für die Kommunen, das umzusetzen. Da werden auch diese Familien entlastet.
Und ein weiterer Punkt, der mir auch besonders wichtig ist, ist, dass wir in der frühkindlichen Bildung viel machen. Wir werden Qualitätsverbesserungen in Kitas machen und gleichzeitig aber auch die Eltern von Gebühren entlasten. Und auch das ist ein wichtiger Punkt. Und das vierte Element schließlich ist das Baukindergeld, was ja auch heute ein großes Thema ist. Dazu kommen wir gleich noch. Ich möchte nochmal den Punkt Kinderzuschlag aufgreifen, nur damit wir es beantworten können. Nämlich Marie Herzberg hat gefragt, ob der reformiert wird. Sie haben gesagt, das wird passieren. Ist das jetzt gerade so im Prozess dann? Genau, das ist halt ein bisschen aufwendiger, auch in der Vorbereitung. Und da sind gerade das Bundesfamilienministerium und dem Finanzministerium dabei, eben die Vorbereitungen zu treffen. Wie gesagt, es ist ein bisschen aufwendiger, das kann man halt nicht innerhalb weniger Wochen machen, aber das ist uns ein großes Anliegen und wird an der Stelle auch eine große finanzielle Volumina fordern. Also auch hier setzen wir nochmal richtig viel Geld ein. Kommen wir nochmal zu einem wirklich großen Thema, Baukindergeld. Das war ja jetzt zuletzt ein bisschen kontrovers diskutiert, das war ja nochmal ein bisschen kippelig. Da gab es gestern Abend bzw. heute Nacht eine Lösung. Ich will mal die Frage aufgreifen, die uns häufiger gestellt wurde, nämlich ist es eigentlich nicht ungerecht, wenn Familien auf dem Land mit ihrem 130 Quadratmeter Haus nicht gefördert werden sollen, aber eine Familie mit ihrer 100 Quadratmeter Wohnung in teuerster Großstadtlage das Baukindergeld bekommt? Das war so eine Frage, die ganz häufig kam. Ja, definitiv. Also Ende vergangener Woche wurde ja dann dieser Vorschlag präsentiert, dass man das Baukindergeld decken sollte auf 120 Quadratmeter. Da haben wir auch als Unionsfraktion, als Partei und auch ich persönlich, komme selbst aus dem ländlichen Raum, gesagt, das können wir nicht machen. Bei mir im ländlichen Raum gibt es kaum ein Haus, was man kauft, was 120 Quadratmeter hat. Familien, die bauen, bauen nicht 120 Quadratmeter. Das sind in der Regel größere Gebäude und das ist nicht zu vergleichen mit einer 100 Quadratmeter Stadtwohnung in München City. Deshalb ein klares Veto unsererseits für diese Flächenbegrenzung. Und ich bin sehr froh, dass man sich gestern im Koalitionsausschuss auch darauf verständigt hat, dass man auf diese Flächenbegrenzung verzichten wird. Also das Baukindergeld wird es geben, rückwirkend sogar ab 01.01.2018 für Familien bis zu einem Nettoeinkommen von 75.000 Euro, nochmal mit Freibeträgen pro Kind, also für die ganz normalen, geringen und mittleren Verdienste und eben ohne Flächenbegrenzung. Das ist doch eine gute Botschaft, tatsächlich ohne Flächenbegrenzung, es wird kommen. Dafür haben wir uns ja als Union jetzt zuletzt sehr engagiert eingesetzt. Achim hatte uns geschrieben, ich glaube, wir haben es auch schon einigermaßen beantwortet, bekommt künftig jeder Baukindergeld, egal wie viel er verdient? Nein, Sie haben gesagt, es ist gedeckelt. Genau, also es gibt diese Einkommensgrenze von 75.000 Euro. Jahreseinkommen und dann nochmal eine Freigrenze pro Kind von 12.000 Euro und ja, damit kommt eigentlich ein vernünftiges Jahresgehalt zusammen. Also es werden sehr viele Familien von diesem Baukindergeld profitieren. Noch vielleicht kurz die Wortmeldung von Stefan Wegner, der findet das gut, schreibt nämlich, es ist richtig, dass diese unsinnige Begrenzung der Wohnfläche abgelehnt wurde. Das sehen wir ganz genau. Ja, genau, genauso. Das sehen wir auch so. Ich glaube, ich habe eben 12.000 gesagt pro Kind, 15.000 sind es pro Kind, also 75.000 plus 15.000 pro Kind. Das sind die Grenzen, Einkommensgrenzen, über die wir reden. Und um die Frage nochmal zu beantworten, Flächenbegrenzung wird es keine geben. Auch die Frage von Ulrich Grün hatten wir eben schon gestreift. Es gilt jetzt Familien, die in den letzten Jahren Kredit abgeschlossen haben, können davon jetzt nicht profitieren, aber es gilt auch rückwirkend. Ja, es gilt rückwirkend ab 01.01.2018. Viel mehr kann man auch nicht machen, gesetzgeberisch. Wir werden das Gesetz ja jetzt erst beschließen und dann kann man keine Maßnahme machen bis weit in die Vergangenheit hinein. Aber dass wir das rückwirkend vom 01.01.2018 machen, das entspricht auch dem, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Das entspricht auch dem, ich sag mal, die Koalitionsverhandlungen waren im März, seitdem ist das bekannt. Das ist der Vertrauensbeweis auch für die Menschen, die davon gehört haben. Und es ist immer schade, man hat so eine Abbruchkante. Die Familien, die letztes Jahr gekauft oder gebaut haben, die fallen natürlich nicht darunter. Das ist sehr schade, aber
das liegt natürlich in der Natur einer solchen Maßnahme. Mhm. Prima. Mit Blick auf die Uhr, wir sind schon durch. Sie haben ja auch vorhin erzählt, Sie haben noch ein paar weitere Interviewtermine heute, deswegen wollen wir auch gar nicht groß überziehen. Aber ich würde gerne noch persönlich eine Frage stellen, nämlich meine eigene Frage. Sind Sie Fußballfan? Klar. Ja. Das heißt, Sie werden auch versuchen, das Spiel heute Abend zu schauen. Ihr Tipp, wie geht es aus? Ja, ist ja leider heute Nachmittag mitten am Tag, aber wir haben da pro intern schon eine gute Lösung gefunden. Ich sage, es geht 3-0 aus. 3-0. Da würde ich mich gerne anschließen. Ja, ich hoffe, Ihnen hat das gefallen. Wenn Sie uns gewogen sind, schalten Sie doch das nächste Mal wieder ein. Tschüss.